Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ein guter Tag beginnt immer mit der ein oder anderen schönen Order oder dem Handelssetup, was man in den Markt legen kann. Von der Seite her hatte ich gerade eins in den Markt noch gelegt, da habe ich völlig vergessen, auf die Uhr zu schauen. Von der Seite her möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die kleine Verspätung zum Start des Webinars heute auch entschuldigen. Wir gehen gleich in den Chart auch mal rein, was ich hier gesehen habe. Ein herzliches Willkommen auch an alle Live-Zuschauer, Elena, Olaf, Ludger. Es ist schön, jeden Morgen hier ein paar Gesichter zu sehen, die dem Ganzen auch mit lauschen. Und wie schon gesagt, an alle, die hier live zuschauen, ich weiß, wir haben einige mehr Live-Zuschauer, möchte ich bitte auch die Einladung rausgeben, wenn Sie Lust haben, wenn Sie eine Frage zu einem Chart haben oder einen Wunschmarkt analysieren lassen möchten, scheuen Sie sich nicht, geben Sie ruhig die Info hier in den Chat auf Facebook und ich kann dann direkt auch auf Ihren Wunschchart eingehen. Bevor wir mit den heutigen Tagesideen oder Handelsideen anfangen, der obligatorische Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Damit ist auch dieser Pflicht Genüge getan. Es ist wichtig, dass Sie diese Dinge wissen, aber ich denke, jeder, der hier mit zuschaut und selbst auch tradet, der weiß entsprechend auch um die Risiken, die wir hier im Trading jeden Tag auch haben. Bevor wir zu den Charts und den heutigen Handelsideen kommen, wie immer ein Blick auf die Tagesnachrichten. Heute Morgen um 11 Uhr ein sehr, sehr wichtiger Termin. Es gibt den ZEW-Index, das heißt die Konjunkturerwartungen für Deutschland werden heute veröffentlicht für den Monat Juli. Sie sehen auch die Prognose, sie geht von einem Rückgang aus auf minus 18. Das heißt, man muss mal sehen, was draus wird, wenn so ein Rückgang kommt. Es trübt sich halt die Lage so ein bisschen ein. Das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal hier besprochen. Und das sind halt wichtige Dinge für unsere Zukunft auch, wie sich der Jobmarkt entwickelt, wie sich die Einkommen entwickeln und so weiter und so fort. Das hängt halt alles, ist alles so eng miteinander verzahnt. Aus diesem Grund sind das sehr, sehr wichtige Dinge in diesem Zusammenhang mit dem ZEW-Konjunkturindex. Gibt es halt immer die Erwartungen, die Einschätzung der aktuellen Lage. All das wird entsprechend hier um 11 Uhr veröffentlicht. Ja, was gibt es noch Wichtiges? Um 16 Uhr gibt es nochmal Nachrichten aus den USA zum Thema Stellenangebote für den Monat Mai. Und am späten Abend hier bei uns in Deutschland um 22.30 Uhr gibt es ein paar Informationen zum API Rohöl-Lagerbestand. Das sehe ich hier nach gar keine Prognose eingetragen. In der Vorwoche hatten wir hier einen Rückgang von 4.500, also 4,5 Billionen Barrel, die wir hier im Rückgang auch hatten. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir direkt auch in die Charts hinein. Ich habe für Sie heute vorbereitet den Euro, Schweizer Franken, US-Dollar, schwedische Krone und wir haben mal wieder den Dollar, mexikanische Peso heute in der Betrachtung. Aber zuvor, bevor wir das machen, ich habe Ihnen das ja versprochen, ich hatte heute ein wenig den Blick auf die Uhr vergessen, weil ich noch einen Trade in den Markt gelegt habe, in meinem persönlichen Portfolio. Den möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Wir haben ja schon häufiger über das Thema Nacht-Ranges, Overnight-Ranges gesprochen, die ich mir auch regelmäßig anschaue. Und wenn es für mich interessant ist, möchte ich das Ganze hier natürlich auch mit traden. Heißt, wir schauen uns hier diese Overnight Range mal an und wir haben sie hier vom Prinzip her im Markt auch liegen. Ich zeichne Ihnen den mal ganz kurz ein, was hier die Range sozusagen gewesen ist. So von gestern Abend an bis heute Morgen, das ist entsprechend hier mal so die Range. Hier war das Tief, oben war das Hoch und hier ist es halt interessant zu sehen, was der Markt entsprechend macht. Wir haben jetzt hier sozusagen über die Nacht auch eine leichte Aufwärtsdynamik schon bekommen und das sind natürlich immer interessante Geschichten, wenn der Markt sich hier entsprechend nach oben oder unten entwickelt, ein
Ausbruch macht, dann ist es so, dass wir hier ja doch relativ häufig gute Bewegungen sehen. Was ich jetzt in den Morgenstunden, also jetzt vorhin einfach mal gemacht habe, ich habe, weil hier die Aufwärtsdynamik über die Nacht auch schön nach oben gewesen ist, und wenn wir uns mal die Stunde anschauen, der Markt hat hier auch nach oben tendiert, ist also eher in einem Aufwärtstrend als in einem Abwärtstrend. Da bevorzuge ich persönlich in meinem eigenen Handelsstil lieber die Trendrichtung, und die Trendrichtung geht hier halt vom Prinzip her in der Stunde auch nach oben. Von der Seite her liegt jetzt erstmal hier oben drauf bei mir eine Einstiegsorder, die habe ich sozusagen hier oben kurz knapp oben drüber gelegt. Absicherung habe ich ungefähr 10 Pips, ein bisschen mehr als 10 Pips sind es drunter gelegt, das heißt hier in diesem Bereich habe ich diese Order, die Absicherungsorder hingelegt, und dann habe ich mit zwei Gewinnmitnahmeorders, die eine Gewinnmitnahmeorder liegt hier in diesem Bereich bei 0,88877 und die zweite liegt hier oben an diesem Bereich bei 0,88963. Das hat einfach damit zu tun, ich habe da einen gewissen Standard, wo ich Orders hinlege, nach wie viel Pips nach oben, wo meine Absicherungsorders hinkommt, aber ich richte mich zum Teil auch dann nach dem Markt, das heißt, ich schaue, wo kann ich denn eventuell Käufer finden, die hier so sozusagen im Markt reingehen könnten, und da habe ich hier diese beiden Punkte, und das waren für mich die ausschlaggebenden Situationen, für die Orders an diese Stellen entsprechend auch zu platzieren. Und jetzt warte ich einfach mal ab, was der Markt hier macht, wo er hinläuft. Wir werden sehen, was passiert. Wir können jetzt erstmal hier in aller Ruhe miteinander über die entsprechenden anderen Charts aus den heutigen Handelsideen sprechen, und da gehen wir wie immer in die Tagescharts hinein. Sie sehen, ich habe hier gerade noch offen den Chart von US-Dollar schwedische Krone auf dem Tageschart. Interessant ist hier, wir befinden uns in einem Aufwärtstrend, der auch wieder tief korrigiert hat. Und Sie sehen, wir haben die letzten Trendschwünge sozusagen immer mit relativ guten und tiefen Korrekturen gesehen. Und auch hier an dieser Stelle, schauen Sie mal, da gab es wieder sehr, sehr schön hier die Umkehr der Nachfrage. Diejenigen, die mich schon ein bisschen länger beobachten, das ist mein Lieblingshandelsmuster, Mike's Reversal Pattern. Da schreibe ich manchmal in dem einen oder anderen Blog auch drüber. Da sehe ich die Umfrage der Umkehr der Nachfrage so rum. Jetzt haben wir es. Sehr, sehr schön. Und das sind halt interessante Sachen. Hier gab es genau dasselbe. Schöne, tiefe Korrektur. Und damit Schmackes nach oben. Und da sehen Sie, wir brauchen halt oben raus gar nicht so viel Bewegung. Wenn wir unten aus dem Trend heraus kaufen können, und so viele schöne, sag ich mal, Bewegungshoch- bzw. Korrekturhochs hier liegen haben aus den untergeordneten Zeiteinheiten, oder aber im Tag sehen wir es auch über die Tageshochs, das ist schon spannend. Da kann man nach oben hin genug Geld verdienen, um einzusteigen. Es ist halt wichtig, dass der Einstieg kommt. Und ein solches Signal gab es auch gestern wieder. Wir hatten hier an dieser Stelle, ich habe das für Sie mal mit dem Pfeil markiert, im Bereich dieser Korrektur, wir haben ja eine relativ tiefe Korrektur auch schon, ich messe das mal eben für Sie aus, wir haben hier eine Korrektur, die lief in den Bereich von guten 80% im Tief hinein. Das ist halt schon ein interessanter Korrekturbereich, den wir hiermit nutzen können, weil wir haben halt nach oben genug Fleisch am Knochen, wie ich das so schön sage. Die Korrektur lief halt oder kann noch laufen bis hier unten hin bei 8,57,584. Bis dahin könnte sich die Korrektur noch nach unten entwickeln, wenn hier keine Kaufstärke auskommt. Das heißt, wir haben die Luft noch nach unten, bis hier unten hin zu korrigieren, ohne dieses positive ohne diesen positiven Aufwärtstrend hier entsprechend kaputt zu machen. Aber mein Fokus ist hier ein anderer als grundlegende Handelsidee. Wie schon gesagt, ich habe das nach unten erwähnt, da ist einiges noch zu holen. Bis nach unten hin ist noch ein Stück weit Platz. Erstmal der Anlaufpunkt wäre dann auf der Unterseite das Tagestief hier von gestern um die Marke von ungefähr 67,874. Ich habe vorhin viel noch in Englisch geschrieben, deshalb tickt mein Gehirn noch ein bisschen umgekehrt. Bitte das zu entschuldigen. Und jetzt haben wir hier die Aufwärtsdynamik auf Entstehung. Das heißt, was hier interessant ist, ist, wenn wir uns dann gleich auch nochmal die Stunde anschauen, wir haben halt bei steigenden Märkten jetzt nach oben doch die Wahrscheinlichkeit, dass hier an dieser Stelle eine Bewegung anfangen kann. Eine Bewegung sozusagen in die Richtung des übergeordneten Trends. Und da haben wir halt aus dem untergeordneten Trendverlauf hier auch einige Anlaufmarken. Die habe ich erstmal eingezeichnet. Hier oben gibt es noch ein bisschen mehr. Ziel wäre natürlich hier oben, wenn der Trend sich fortsetzt, läuft er natürlich über diese Stelle oben drüber. Das ist ja die logische Konsequenz daraus. Und dann schauen wir uns mal dieses Szenario hier auch an im Stundenchart, da mache ich den Chart mal etwas kleiner. Also was wir hier sozusagen haben und brauchen, wir brauchen hier natürlich erstmal
einen neuen Aufwärtstrend, weil den haben wir noch nicht. Wir haben halt gestern eine Kerze gehabt, die schon deutlich nach oben performt hat und irgendwo in der Mitte sich getroffen hat. Das heißt, eine Kerze von etwas Unentschlossenheit. Nur die Verortung an sich war für mich interessant. Und was halt interessant war, war diese Geschichte hier, dass wir diesen letzten Bewegungsschub sozusagen rausgenommen haben. Und das ist das, was jetzt sehr interessant für mich ist in diesem Punkt, warum ich hier gesagt habe, wir sprechen heute Morgen mal drüber, wenn wir hier wieder Aufwärtsdynamik bekommen und über diese Marke hier oben drüber laufen, hier an diesem Bereich, also das heißt hier oben dieser Bereich von, wo haben wir das hoch gehabt, bei 0,75213, das wäre dann mit Überschreiten dieser Marke ein Aufwärtstrend in der Stunde und da hätten wir dann die Situation, wir hätten einen Aufwärtstrend in der Stunde, der in den übergeordneten Trend, in den Aufwärtstrend des Tages läuft. Das ist das, was ich gerne sehen möchte, was auch hinter dieser Handelsidee steckt, wo wir hier unsere Trades entsprechend auch platzieren können. Nächster Chart, würde ich sagen, schauen wir mal auf den US-Dollar-Mexikanischen Peso. Da ist auch immer mal etwas an Bewegung im Markt drinnen. Wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend, der hier läuft. Ich zoome den Chart mal kurz etwas kleiner, damit Sie sehen, was ich hier meine. Also wir hatten ja hier eine schöne, starke Aufwärtstrend im Markt gehabt im Tageschart. Jetzt haben wir hier einen sehr intakten Abwärtstrend. Und jetzt komme ich trotzdem mit einem Long-Signal um die Ecke. Da wird man sich fragen, wieso macht denn der Seidel das jetzt? Das hat einen einfachen Hintergrund. Wir hatten jetzt hier entsprechend, schauen Sie sich das mal an, wir hatten hier sozusagen einen Durchmarsch über 1, 2, 3, 4, 5 Handelstage schnurstracks nach unten, ohne dass der Markt halt hier im Tageschart sichtbar deutlich korrigiert hat. Und dann hatten wir hier unten oder haben wir hier unten dieses Level um die 18,966,52. Das ist ein Bereich, da ist der Markt hier an dieser Stelle, Sie sehen es halt, aus der ersten Bewegungskorrektur ausgebrochen, hat hier diesen Aufwärtstrend, der jetzt gebrochen ist, gebildet. Das ist ein Bereich, da korrigiert der Markt gerne mal oder da läuft der Markt gerne mal ran und springt dort von unten nach oben ab. So, und jetzt haben wir hier an dieser Stelle natürlich eine Art Spannungsbogen. Jetzt kann es sozusagen passieren, sowas wie wir hier oben gesehen haben, dass es hier mal kurzfristig eine Korrektur nach oben gibt. Und das ist interessant für die Trader, die im Tageshandel auch aktiv sind und sie sagen, Mensch, wenn hier eine Korrektur kommt, dieser Bewegung, da ist ja schon Potenzial da, dass auch ein gutes Stück davon korrigiert wird. Und wir haben halt hier in relativer Nähe sozusagen einige Tageshochs. Schauen Sie, wir haben hier das Tageshoch vom 6. Juli. Das liegt bei 19,27938 hier. Da kann der Markt ranlaufen, das ist sehr nahe. Und wenn dann noch etwas mehr Dynamik rankommt, hier oben haben wir einen Widerstandsbereich. Sie sehen, das ist ein Korrekturtief gewesen, dieses Aufwärtstrends. Hier ist der Markt runtergelaufen, schon mal kurz drüber gelaufen und dann wieder zu fallen. Also das heißt, hier haben wir einen Widerstandsbereich. Da haben wir auch relativ nah auch ein Tageshoch liegen bei 19,46452. Das ist ein Bereich, der kann angelaufen werden. Und das ist halt in relativer Reichweite. Da könnte durchaus schon etwas an Korrektur mit hinlaufen. Muss man sehen, was kommt. Aber Sie sehen ja, es ist nichts unmöglich. Deswegen schaut man hier einfach mal drauf. Und wenn dann sogar noch etwas mehr drin ist, sehen Sie hier, haben wir noch ein Tageshoch, was relativ nahe liegt, bei 19,56355. Das also auf der Oberseite. Was wir dazu brauchen, ist natürlich Aufwärtsdynamik. Das gucken wir uns gleich nochmal im Stundentrend an. Bevor wir in den Stundentrend gehen, möchte ich aber noch darauf hinweisen, was wir auf der Unterseite haben. Das, was wir jetzt hier sehen, ist ja quasi etwas Gegenbewegung, also Korrektur zu dieser letzten Abwärtsbewegung hier im Währungspaar. So, dreht der Markt jetzt wieder rum, egal ob das jetzt schon tut oder von weiter oben aus, das spielt keine Rolle. Haben wir hier unten bei dieser Marke, die ich vorhin genannt habe, die ich hier so dick grün markiert habe, bei 18,97084, haben wir die Unterstützung. Wird diese Unterstützung gebrochen, ja, dann haben wir hier relativ eng auch anliegend schon wieder ein bisschen Tagestief. Sie sehen es hier unten, dieser Tag, oh, jetzt zeige ich gerade mit dem Finger auf dem Bildschirm, das sehen Sie ja nicht. Also wir haben jetzt hier vom 3. Mai haben wir ein Tagestief, das liegt um die Preise von 18,94928 und dann ein Stück weit tiefer haben wir noch ein Tagestief bei 18,85012. Das sind die Dinge, die wir überlaufen bzw. durchlaufen, wenn der Markt hier in diese Unterstützung unten reinläuft. Das heißt, wir haben ja hier
diesen Tiefbereich, diesen Bewegungstiefbereich oder diesen Korrekturtiefbereich hier aus dem letzten Trend von 18, 5, 8, 7, 1, 2, das wäre mal der nächste Anlaufpunkt, wenn der Markt hier unter diese dick grün gekennzeichnete Marke läuft, auf dem Weg nach unten, die Unterstützung sozusagen, wo der Markt hier das nächste Mal anhalten könnte. Und damit schauen wir mal in die Stunde hinein und die Stunde braucht halt die Aufwärtsbewegung. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist selbstverständlich ein absolut intakter Abwärtstrend hier in der Stunde, beziehungsweise wenn man das Ganze mal sieht hier, man hat diesen Schub nach unten und dann hier so dieses Rumgetingel, also dieses Rumgetingel hier unten, dieser Bewegungstrend sozusagen, der ist hier unten zu Ende gegangen, jetzt haben wir halt den Schub nach oben und das ist jetzt das, was interessant ist, wenn der Markt hier sozusagen nicht direkt wieder in die Abwärtsbewegung reingeht, sondern diese Korrektur hier nimmt und dann wieder nach oben dreht, haben wir das gleiche Bild wie in dem anderen Chart vorhin. Wir haben einen untergeordneten Aufwärtstrend. Und wenn dieser untergeordnete Aufwärtstrend jetzt hier über dieses Level läuft, dann haben wir sozusagen diesen Abwärtstrend gebrochen. Heißt, die Stunde ist aufwärts gerichtet. Und das wäre dann das Zeichen der Bestätigung der Vortageskerze. Das heißt, wir würden dann sozusagen über... Oh, jetzt können wir das hier nicht lesen. Ich mache das mal für Sie weg. Wir würden dann in dem Moment, wenn die Stunde sich aufwärts gestaltet, hier oben drüber laufen, über dieses Hoch. Und dann hätten wir hier diesen Ansatzpunkt. Und dann, wenn wir hier oben drüber gehen, über das Hoch vom Montag ist das, glaube ich, nein, das Hoch vom Freitag ist das hier, gestern hatten wir ja Montag, dann haben wir hier einen Aufwärtstrend und dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir doch auch ein Stückchen höher korrigieren können. Also wir müssen hier einfach hinschauen, was der Markt macht. Aufkommende Stärke, wie schon gesagt, hier zur Oberseite hin, die Schwäche, da haben wir doch deutlich Potenzial auch zur Unterseite. Und damit gehen wir ins dritte Währungspaar. Und zwar habe ich hier den Euro-Schweizer-Franken herausgesucht. Der Schweizer-Franken, die Währungen, die mit dem Schweizer-Franken korrelieren, haben gestern einiges an Handelssignalen gegeben. Ich hätte hier den Block heute auch mit drei Schweizer-Franken-Handelssignalen durchgehen können. Mache ich aber nicht, weil ich ein bisschen eher unterschiedliche Dinge auch haben will und ich nicht so viel Korrelation im Markt haben möchte. Heißt also, wir schauen uns jetzt mal den Euro-Schweizer-Franken an. Aber wenn Sie hier im Euro-Schweizer-Franken oder generell, wenn Sie merken, der Schweizer-Franken hat so einen Tag oder so ein paar Tage, wo bei vielen verschiedenen Märkten, die mit dem Schweizer-Franken zusammenarbeiten, also die Währungspaare entsprechend im Schweizer-Franken, wenn Sie sehen, da kommen Signale, die der Markt spielt, das können Sie ruhig in den Markt zum Handel auch nutzen. Wichtig ist halt, dass Sie wissen, wenn Sie viel davon in Ihrem Portfolio haben, haben Sie eine Art Klumpenrisiko. Und solange wie das alles gut läuft für Sie, ist das wirklich schick, läuft es aber schlecht, ist es ungünstig, weil dann haben Sie plötzlich viele Positionen, die im schlimmsten Falle in die Gegenrichtung laufen und das ist dann nicht so schön im Portfolio. So, was haben wir hier? Könnte ich jetzt stellen, Frage in die Runde. Tata, was passiert denn hier jetzt an dieser Stelle? Wer mag, kann auch ganz kurz was dazu schreiben. Ich erkläre erstmal kurz die Vorsituation, wie wir sie hier haben. Also wir haben jetzt hier sozusagen einen bestehenden Abwärtstrend. Und hier gucken Sie sich mal das an, diesen massiven Move. Wir sind hier hochgelaufen bis in den Bereich von 1,20. So, und dann hat sich hier ein Abwärtstrend gebildet und schauen Sie sich mal die letzte Bewegung dieses Abwärtstrends hier an. Das war einfach brutal, brachial nach unten, ohne dass der Markt in irgendeiner Art und Weise was zum Durchatmen hatte. Hier haben wir dann die Situation gehabt, dass der Markt um den Kurs von 1,13,647 ein Tief gefunden hat. Also wer mag, kann ruhig auf meine Frage auch antworten, was ich jetzt hier im Blick habe, was jetzt hier an dieser Stelle quasi als nächstes passiert. Dieter, hallo, schön, dass auch Sie da sind. Ich hatte gerade die Frage gestellt, sozusagen, was passiert jetzt hier als nächstes? Was könnte die Handelsidee aus diesem Chart heraus sein? Ich mach mal mit meinen Ausführungen fertig. Vielleicht mag der ein oder andere noch was hineinschreiben. Ansonsten warten Sie einfach, bis ich hier weitergesprochen habe. Also was wir hatten hier schon mal einen ersten Aufwärtstrend, der dann gebrochen wurde wieder. Sie sehen das ja hier in diesem Bereich. Das heißt, wir hatten hier, wenn Sie es mal so wollen, eine erste Bewegung, die leicht trendförmig abgelaufen ist. Wir hatten dann hier die Gegenbewegung nach unten hin und die hat ihr Tief entsprechend hier unten bei Kursen um die 1,14,804 gefunden. Und jetzt sehen Sie, in der Stunde hat sich hier untergeordnet schon wieder ein Aufwärtstrend gebildet. Und jetzt kommt hier die spannende Geschichte und darauf will ich hinaus. Hier an dieser Stelle, wenn der Markt hier oben drüber läuft, Ludger, richtig, dann gibt es hier ein höheres Hoch. Das heißt, wir haben ja hier das Bewegungshoch und an dieser Stelle gibt es jetzt nicht nur ein höheres Hoch, sondern
Wir haben mit Überschreiten von dieser Marke einen neuen Aufwärtstrend. Und das ist das, was so spannend ist, weil an dieser Stelle kommen dann halt auch entsprechend Trendhändler ins Spiel, die jetzt nicht nur die kleinen Zeiteinheiten traden, sondern entsprechend, wir haben jetzt hier einen Hochpunkt, Olaf, ganz korrekt. Wir haben hier, in der Markttechnik wird dieser Punkt gerne als P2 betrachtet. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen den Trend, wenn er entsteht. Und das ist halt sehr, sehr gut, weil dann kommen andere Händlergruppen ins Spiel aus dem Tag heraus, nämlich diejenigen, die die Trends handeln. Und da kann an diesen Stellen, kann doch deutlich Dynamik entstehen. Was wir dann auf der Oberseite an Zielen haben, hier ist erstmal im kurzfristigen Bereich die Geschichte mit den Hochs hier. Ich habe das mal eingezeichnet. Sie sehen, das ist auch wieder Magentafarben. Das heißt, das kommt aus der Stunde. Und da haben wir die Hochbereiche halt liegen um die 1,16995 hier an diesem Bereich, um die 1,17729 hier, und dann haben wir noch die 1,18412 erstmal als mittelfristige Anlaufpunkte an der Oberstelle, wenn der Markt hier oben drüber läuft. Wann das passiert, habe ich absolut keine Ahnung. Ja. Wünschenswert wäre, wenn das jetzt passiert. Es kann aber auch sein, dass wir hier oben nochmal einen kurzen Rückzug sehen und dann erst nach oben streben. Das wissen wir alles nicht. Das heißt, hier an dieser Stelle gibt es auch zwei Szenarien. Hier kann der Markt natürlich auch abprallen. Dann haben wir natürlich nach unten den Platz. Der Markt könnte ja bis hier runter korrigieren, um dann erst nach oben zu drehen. Wenn er das tut, wäre das eher so ein bisschen Zeichen von Schwäche. Da muss man mal abwarten, was kommt. Aber kurzfristig kann es natürlich hier mal auch auf die Tagestiefs von gestern und vorgestern gehen. Das habe ich mal hier mit in diesen Markt reingekreuzt. Das heißt, hier um die 1,16043 bzw. 1,15961. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell spreche in den frühen Morgenstunden, sonst überfahre ich hier den ein oder anderen Zuschauer an dieser Stelle. Also, wir haben jetzt hier ein Setup möglich nach unten. Das wäre dann kurzfristiger Abprall von dieser Linie. Und wenn wir hier einen Aufwärtstrend bilden, dann natürlich hier sehr, sehr schön das Ganze auch nach oben laufen. Und das gucken wir uns jetzt mal eben noch in der Stunde an, was wir hier in der Stunde haben. Ich mache das mal kurz etwas kleiner, damit wir mal diese großen Bilder sozusagen sehen, die wir hier haben. Ich mache das mal mit Absicht so. Und da sehen Sie hier in der Stunde sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend. Ich hoffe, das kann jeder schon von sich aus sehen. Aber ich zeichne das mal ein, was ich hiermit entsprechend meine, mit einer anderen Farbe. Ich mache es mal in Blau, damit wir den Kontrast ein bisschen haben. Wir haben hier jetzt in der Stunde quasi diesen Aufwärtstrend. Und ich habe den Chart mal mit Absicht zu klein gemacht, damit man nicht anfängt, bei jedem kleinen Zucker hier zu überlegen, naja, zählt das jetzt noch zum Trend? Also das heißt, ist es Bewegungstrend oder ist das schon ein Trendbruch? Nein, wir machen das jetzt hier mal so. Das grobe Bild ist hier jetzt wichtig und da sehen wir sehr, sehr schön den Aufwärtstrend auflaufen mit seinen untergeordneten Bewegungen sozusagen. Und jetzt haben wir sozusagen, was heißt sozusagen, jetzt haben wir hier diesen Aufwärtstrend auch laufen. Der steht momentan in seiner Bewegung und hier ist halt so, jetzt korrigiert er nach unten. Und es heißt halt, solange wie er nicht hier unten drunter läuft, wäre das normale Korrektur. Und wenn er dann von unten wieder rauskommt, wäre das für diejenigen, die sich den Stundentrend zum Traden nehmen, halt die Korrektur, das Umkehrmuster, weil er ist ja weit gelaufen, kann ja korrigieren, ist kein Problem. Und dann wirklich mit Ziel unten raus über dieses Hoch hier oben drüber. Wir haben ja schon mal drüber gelugt. Sie sehen es hier an dieser Stelle. Ich mache es mal kurz noch ein bisschen kleiner, ob wir schon drüber gewesen sind. Na, noch nicht ganz drüber gewesen. Also das heißt, wir haben dann hier entsprechend die Fortsetzung des Ganzen. Na, doch leicht drüber sind wir sogar schon gewesen. Also Sie sehen, der Markt hat schon mal leicht drüber gelugt. Und jetzt ist es hier natürlich spannend. Warten wir auf die Fortsetzung und da gucken wir, was der Trade hier draus oder der Trend hier macht. Und wenn er wieder rumdreht, dann spielt der Markt das Szenario hier ganz klar in Aufwärtsrichtung. Dann haben wir auf Tagesbasis diesen Stundentrend in den Tag geführt. Das heißt, wir haben in der Stunde einen Aufwärtstrend, wir haben dann im Tag einen Aufwärtstrend und Sie sehen halt hier auch das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Zeiteinheiten auch sehr, sehr schön. Hier sehen wir die einzelnen Trends der Bewegung, der Korrektur und wieder der Bewegung durch die Stunde mit Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Aufwärtstrends. Das hilft ganz gut, um die Märkte einzuschätzen. Und wie schon gesagt, die Ziele finden wir dann auch sehr schön aus dem Trendverlauf des vorhergehenden Marktes hier in diesem Bereich. Und damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Freue mich auch über die Mitarbeit mit meiner kleinen Frage. Das ist immer auch für mich sehr, sehr interessant, um auch mal zu sehen, was Ihnen da so in den Sinn kommt. Ich wünsche Ihnen und euch allen einen schönen Dienstag. Gute Trades. Morgen gibt es wieder den Blog-Eintrag allerspätestens um 8. Ich weiß, der ist meistens etwas früher, aber wenn ich es doch mal verschlafen sollte, spätestens um 8 steht der auf der Agenda. Meistens verschlafe ich es nicht, weil es ist einfach viel zu spannend für mich, die Märkte zu beobachten und die interessanten Situationen zu sehen. Und um 8.30 Uhr pünktlich vor der Markteröffnung sehen wir uns wieder hier zum Webinar.
am Mittwoch. Also allen einen schönen Tag. Bis morgen, ihr Mike Seidel.